Bürgermeister Kurt Fischer, wir sind jetzt gerade vor dem Rathaus in Lustenau. Vergangene Woche hat sich ja ein tragischer Verkehrsunfall in Lustenau ereignet. Können Sie vielleicht schildern, wie haben Sie das im Rathaus wahrgenommen? Hat es da vielleicht schon öfters Leute gegeben, die gemeldet haben, dass genau dort bei der Reichsstraße ein Gefahrenpotenzial herrscht? Also, wir haben in Lustenau diese kritische, dauerhaft kritische Situation, dass unser Ortsgebiet durchschnitten ist durch eine hochfrequentierte Verkehrsachse durch diese Landesstraße. Wir hatten im Dezember, am 9. Dezember, Montag, den 9. Dezember, einen schweren Unfall mit einem älteren Fahrradfahrer im Engelkreisverkehr auf dem Radschutzweg. Bei diesem Verkehr bin ich selber als Fahrradfahrer zufällig dazugekommen. Und am Montag, den 4. Mai, habe ich durch den Feuerwehreinsatz erfahren, dass es an der Reichsstraße einen schweren Unfall gegeben hat. Und als ich dann später noch einmal nachtelefoniert habe bei der Polizei, habe ich erfahren, dass der Mann verstorben ist. Und die persönliche Betroffenheit ist groß bei uns allen und möchte auch auf diesem Weg der Familie noch einmal mein tiefes Beileid ausdrücken. Es ist einfach unvorstellbar, wenn durch seinen tragischen Unfall jemand mitten aus dem Leben gerissen wird. Die Frage stellt sich, was kann man tun, was können die politischen Verantwortlichen tun, für die Landesstraße Zuständigen, auch wir als Gemeinde. Grundsätzlich bei diesem besonders tragischen Unfall, da möchte ich gar nicht auf die Details eingehen, gar nicht spekulieren, wie man das hätte verhindern können. Es ist eine ganz tragische Konstellation gewesen. Aber grundsätzlich muss man sagen, und das wird uns auch in Zukunft stark beschäftigen, gestern war gerade Bezirkshauptmannschaft und die Landesstraßenverkehrsabteilung bei uns. Da ging es in erster Linie um eine andere Landesstraße, die Forststraße, Philipp-Krapp-Straße Richtung Schweiz. Und da drängen wir ganz massiv auf eine Temporeduktion. Wir drängen auch immer wieder auf verstärkte Tempokontrollen, also Tempoüberwachungen. Und wir werden auch daran gehen. Unsere Fachabteilung ist da schon seit längerer Zeit dran. Selbst für die Reichsstraße, nach der Straßenverkehrsordnung sicherlich nicht ein einfaches Unterfangen, auch für die Reichsstraße darauf zu drängen, dass das Tempo reduziert wird. Ob das im konkreten Fall geholfen hätte, das ist reine Spekulation. Wir glauben aber, jetzt gerade wenn dann nach Corona wieder die große Verkehrslawine rollen wird, weil jetzt zurzeit haben wir eine künstliche Beruhigung, insbesondere auch im Schwerverkehr, aber wenn dann der Verkehr auch über die Grenze wieder durch Lust rollt, dann werden wir darauf drängen, erstens auf Möglichkeiten der Verkehrsreduktion, aber vor allem auch auf die Temporeduktion. Man darf nicht vergessen, wir sind, das ist schon eine ganz spezielle Situation, wir sind Sanierungsgebiet nach IG Luft. Also es geht um Lärmemissionen, es geht um Schadstoffemissionen und es geht um Verkehrssicherheit. Und ich persönlich bin zutiefst der Überzeugung, und wir werden das auch versuchen, wirklich fundiert zu belegen, dass eine Temporeduktion mehr Sicherheit bringen wird. Und zwar nicht nur eine partielle bei Schutzwegen, sondern eine generelle Temporeduktion. Ich hoffe, dass wir da auf einem erfolgreichen Weg sind und das schlussendlich dann auch durchbringen. Wir haben es ja nicht zu entscheiden, aber wir können darauf drängen. Und was uns natürlich besonders betroffen macht ist, wie gesagt, dass diese zwei tragischen Unfälle beim Engelkreisverkehr und jetzt dieser tödliche Unfall auf der Reichsstraße auf einem Radschutzweg basiert ist beim Engel und da auf einem Zebrastreifen, also auch auf einem Schutzweg. Es ist jetzt lange Zeit nichts passiert, aber es ist immer eine latente Angst da, weil unser Dorf ist durchschnitten. Wir haben einen Kindergarten an dieser Achse, wir haben Schulkinder, die diese Achse queren müssen. Und es gibt in Lustenau leider an der Landesstraße keine Unterführung. Das heißt, man muss immer Schutzwege wählen. Manchmal sind sie ampelgeregelt, wie beim Gasthof Linde. In diesem Fall ist keine Ampelregelung da. Und da bleibt natürlich immer ein hohes Gefahrenpotenzial. Und deshalb hoffen wir auch mit unserem Großprojekt einer Radverkehrsbrücke in die Schweiz,
dass es uns dort gelingen wird, vielleicht zum ersten Mal gemeinsam mit dem Land auch, dass wir die Reichsstraße überbrücken oder unterqueren. In vielen Fällen fehlt uns da der nötige Platz, weil das historisch so gewachsen ist. Diese Straße ist ja überhaupt nicht auf diesen internationalen Lkw-Transit und auf diese hohe Verkehrsfrequenz ausgelegt. Aber wie gesagt, in enger Kooperation mit dem Land Verbesserungen durchsetzen. Und eine große Verbesserung, wir werden das politisch diskutieren, und zwar schon in den nächsten Gremien, eine Temporeduktion auf 40, von 50 auf 40. Wir erhoffen uns da mehr Sicherheit, aber auch eine Reduktion von Lärm und Schadstoffen. Sie haben gesehen, dass Sie darauf drängen, auf die Temporeduktion. Kann man da vielleicht sagen, in welchem Zeitraum, dass Sie hoffen, dass da das umgesetzt wird? Temporeduktionen an Landesstraßen von 50 auf 40, das ist nicht einfach etwas, wo man einen Antrag stellt, das muss man gut begründen. Wir wollen das gut vorbereiten. Wir denken, die Argumente sprechen für uns. Es ist absolut nicht üblich, dass an solchen Landesstraßen Tempo 40 ist, aber es gibt Fallbeispiele, es gibt Beispiele in Tirol, es gibt auch im Land Beispiele, wo man das Tempo reduziert hat. Wir glauben, mit der Belastung, mit der wir in Lustenau noch lange leben werden müssen, weil die großen Straßenlösungen noch in weiter Zukunft sind, dass das ein Schritt sein kann. Im konkreten Fall waren es ganz andere tragische Zustände zusätzlich. Aber eine Temporeduktion, das zeigen viele Gutachten, und das werden wir natürlich auch begründen müssen, weil nach der Straßenverkehrsordnung gilt an einer solchen Straße Tempo 50. Das ist in Österreich so verordnet. Wir glauben, dass es in dieser Extremsituation in Lustenau durchaus Gründe geben wird, und das, notfalls werden wir das mit Gutachten belegen müssen, dass man das Tempo auf 40 reduziert. Vielleicht gerade abschließend, ist vielleicht eine vorübergehende Lösung, dass vielleicht mehr Polizeipräsenz an dieser Stelle ist, dass die Autofahrer einfach von sich aus ein bisschen vorsichtiger werden, vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen? Also wir, wie schon gesagt, die Möglichkeit der Tempoüberwachung, die wird von uns immer wieder angesprochen. Wir dürfen ja mit unserer Sicherheitswache auf der Landesstraße keine Tempokontrollen durchführen. Wir sind bemüht, dass wir insgesamt im ganzen Ortsgebiet die Disziplin erhöhen, auch durch ständige Kontrollen. Die sind nicht bei jeder Autofahrerin, bei jedem Autofahrer beliebt, wenn es einmal jemanden selber erwischt, wenn man zu schnell dran ist. Aber wir haben, glaube ich, da in den letzten Jahren das Geschwindigkeitsregime deutlich gesenkt. An der Landesstraße, glaube ich, schlussendlich wird nur eine Verordnung auf Tempo 40 helfen. Und jetzt in natürlich bis dahin ständige Überwachungen, und auch wenn einmal ein 40er verordnet sein wird, hoffentlich eines Tages und möglichst bald, dann wird man das kontrollieren müssen, weil die Erfahrung zeigt, dort wo nicht kontrolliert wird, reißt es wieder ein und man fährt einfach schneller.